Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter und sind hier stehen geblieben und wollen uns jetzt Richtung Süden bewegen, um auch noch den Rest dieser kleinen, ja, Halbinsel, es ist eher eine Insel, oder? Dieser kleinen Insel hier zu erkunden. Wir haben beim letzten, oh Gott, Shatya. Ich sag da nicht zu. Wir haben Shatya gerecht, das Krokodil ist beseitigt und damit ist hoffentlich das Fayum ein bisschen sicherer geworden. Wobei ich da Baik auch sehr optimistisch finde. Klar haben die Bauern sich jetzt erhoben, aber wie eine wirkliche Revolution kam mir das nicht vor. Ob das jetzt lange anhält oder ob sie unter dem nächsten Druck von Ptolemäus wieder zusammenbrechen, das wage ich nicht zu behaupten. Wir haben nichts dabei. Wir haben Kupfer dabei, das brauchen wir nicht. Es hat sich sehr optimistisch angehört. Aber ich glaube da nicht wirklich dran. Muss ich leider zugeben. Bewegung, los! Was denkst du dir dabei? Es wäre sehr schön, wenn es so wäre, aber ich glaube es nicht. Das scheint mir eine Art Lagerhaus zu sein, oder? Neuen Ort entdeckt. Metallon-Docks. Wow. Okay, hier wird Stein verlagert oder verladen, ja? Entschuldigung. Haben wir auch Soldaten oder? Ah, da unten, okay. Ne, hier oben. Okay, hier ist dann wohl der Planer, oder? Der ist ganz organisiert. Bin ich froh, dass ich so einen Job nicht machen muss. Aber generell heute ist so ein Job ja durch Maschinen und sowas viel angenehmer als damals. Darf man auch nicht vergessen. Er hatte ja keine Ahnung, dass mein Onkel der örtliche Gomarches ist. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja. So. Ich habe überlegt, wie wir das machen mit der Arena. Die wollen wir uns auf jeden Fall auch noch ansehen. Wir werden uns jetzt hier das Stückchen komplett angucken. Danach kümmern wir uns dann um die Nebenaufgabe, die noch. Nicht verwirrt, Moment. Gar nicht hin. Hier, genau hier. Boah, sind wir inzwischen weit unten gelandet. Dann kümmern wir uns noch um die Nebenaufgabe, die hier noch wartet, mit diesen Dämonen in der Wüste. Die machen wir dann noch. Und danach würde ich mich dann ganz gerne Richtung Arena bewegen, um dort ein paar Kämpfe zu bestreiten. Aber ich denke, das wäre sowieso momentan noch etwas zu früh. Des Guten. War ganz schön riesig hier, ne? Na gut. Machen wir alles. Und wir plündern den Schatz. Eine schwere Keule, okay. Metallon-Docks abgeschlossen. Oh, der nächste Stufenaufstieg kommt schneller als gedacht und ach, guck mal hier, wie geil. Entschuldigung, aber oh. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier für Events laufen, sag ich mal in Anführungszeichen. Dass wir immer wieder so kleine Szenen sehen, wie auch letztes Mal, als dieses, ja ich sag mal, dieses Gebilde da Richtung Tempel getragen wurde. Das ist schon jedes Mal sehr beeindruckend, oder? Dass wir jetzt einfach sehen können, wie die arbeiten, wie die aber jetzt wirklich aus so einem Stein hier lang ziehen, was aber nicht immer der Fall ist. Das ist schon echt gut gemacht. Das ist schon echt sehr beeindruckend. Und sowas gab es in alten Assassin's Creed Teilen, soweit ich weiß, auch nicht, oder? Da standen die rum, haben dann gemalt, haben gelesen, haben geschrieben, keine Ahnung. Aber wirklich so einzigartige Events immer wieder, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Echt gut gemacht. Naja. Okay, das hier sieht jetzt ein bisschen nach dem, ja, nach dem Ort aus, von dem die ganzen Steine kommen. Neuen Ort entdeckt. Kalksteinbruch, okay. Steinbruch war das Wort, das ich gesucht habe. Und das ist eine Großanlage, ja. Ein Hauptmann, ne, zwei Hauptmänner, ein Kommandant. Schätze und so weiter und so fort. Okay, ab nach oben.
Und dann erstmal Zeno herbeirufen. Okay. Boah. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Ja, das ist tatsächlich ganz schön groß. Hey, zu mir, Brüder! Da ist einer. Da ist ein Schatz. Stirb. Wer war das? Hab ich gesehen. Stirb, du Bastard! Uiuiui. Wir sind noch lange nicht fertig, jetzt fehlt noch einiges. Da ist noch ein Hauptmann, glaube ich. Leuchtfeuer. Okay, Hauptmann, Hauptmann, Kommandant, die haben wir alle. Da ist ein Schatz. Das ist ein geheimer Eingang. Was? Hier? Da wäre noch ein geheimer Eingang, okay. Eins, zwei Schätze. Drei Schätze. Ihr Schätze. Eins, zwei, ich weiß nicht, ich glaube es sind vier, oder? Eins, eins, zwei, drei, vier. Ja, wir haben alle Schätze. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier nach oben erstmal. Und schauen uns das erstmal an. Ganz gut aus. Gehen wir mal hier runter. Autsch. Hey, was? Der Tod? Perfekt. Haben wir hier schon mal den ersten Schatz? Whoop. Die stehen da natürlich sehr, sehr ungünstig. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Was sagst du? Der wird nie fallen. Er ist mehr wie eine Festung, so robust wie ein Flug. Das Zeug ist brennend. Ich glaube, das haben wir perfekt gemacht, oder? Aber auch alles nur wegen dem brennbaren oder wegen dem brennenden Pfeil, sonst wäre es nicht gelungen. Das klappt nicht. Machen wir mal das hier schnell. Perfekt. Da ist der. Ein bisschen aufpassen. Geht das? Okay. Hey, was? Okay. Ja, jetzt sehr viel Glück im Spiel. Hauptsache es funktioniert. Was? Okay. Eine schöne geheime Kammer hier eingerichtet, warum nicht? Nehmen wir alles mit. Okay. Noch zwei Schätze und der Hauptmann, also alles hier oben in dieser Richtung. Und wir können herstellen, seht mal. Tatsächlich.
Ändert sich da nach außen hin noch etwas? Ja, tatsächlich hat sich was geändert. Okay, vorletzte Stufe schon. Wahnsinn. Na, wir müssen jetzt ein bisschen auch auf die Waffen gehen und die zerstören, damit wir die ganzen... das ganze Eisen zusammenbekommen. Oder es eben kaufen, aber das ist halt irgendwie auf lange Sicht nicht so sinnvoll, muss ich ehrlich sagen. Es fehlt eine Kiste, um sowas einzulagern. Naja. Ja, normale Bögen, blaue Bögen können wir generell beseitigen, sag ich mal. Und sowas hier inzwischen leider auch. Blick des Schakals. Bogen der Wadjet, das war doof, glaube ich. Egal. Egal. Nicht nachtrauen, wir werden die Waffen sowieso nicht mehr benutzen, wenn die viel zu schwach sind. Wo man sie aufwerten könnte. Ja. Ich sagen muss, also die Schicksalsklinge ist irgendwie bis jetzt echt so mein totaler Favorit. Genauso wie hier der gute Todessturm. Klar, ich würde mir am liebsten diesen einen Bogen da kaufen, den man mit Helix-Punkten erwerben muss, aber... irgendwie. Was? Das Geld da ein bisschen zu schade für. Streng und böse formuliert. Hey, was? Stopp ihn, da bist du ja. Genau, da bin ich ja. Oh Gott. Und der hat sich natürlich hier in seiner Höhle nochmal einen kleinen eigenen Privatschatz eingerichtet. Wie auch sonst. Und der letzte Schatz ist hier und das ist wahrscheinlich Kohlenstoff, oder? So ein, genau, Kohlenstoffkristall. Perfekt. 1500 Erfahrungspunkte. Hey! Was? Ein schwerer Schuss. Wo ist der? Wo ist denn der? Au. Okay, da also. Na gut, und damit ist der gute Steinbruch abgeschlossen. Was für ein riesiges Gebilde. Wahnsinn. Was ist das hier unten? Oh, eine Art Tempel, glaube ich. Sieben Bauern. Ja. Ist jetzt die Frage, ob wir nicht das Gebiet hier auch einfach mal starten sollten. Hier unten das 29, das ist ja noch einfacher als das, wo wir gerade sind. Wir müssen nach hier unten, Leute. Könnten wir jetzt eigentlich hier den Kreis schließen, dann hier übersetzen und direkt hier weitermachen. Wertrufen geht nicht. Ah, der Bogen gefällt mir richtig gut. Was? Stoppt ihn! Aber er ist aber durchmarschiert hier. Na komm her, schnell weg hier. Perfekt. Oh, was haben wir denn da? Eine alte Tempelanlage oder sowas. Oh, schön hier um die Kurve rum. Ach, es ist schon super irgendwie. Uah, Löwe. Löwenbau. Okay. Da ist Mama Löwe. Ich will nichts sagen, aber wir haben ein Problem. Die ist viel zu stark mal wieder.
Ich glaube, das Beste ist wirklich, die Stück für Stück zu besiegen, die Löwen. Eben nicht als Kollektiv. Komm schon. Na komm, quill dich doch nicht so. Der Brandschaden ist echt grausam. Okay, hier ist auch direkt der Aussichtspunkt. Und synchronisieren. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Sehr schöne Anlage und vollkommen unbeachtet hier oben drauf. Wie schade eigentlich. Synchronisation beendet. Jetzt sieht man da unten, das ist eine richtige Dockanlage. Und das hier ist ein Tempel, aber versperrt scheinbar. Kommen wir nicht rein. Genauso wie hier. Toll. Toll. Der ehemalige ägyptische Tempel ist jetzt ein Löwenbau. Und die Griechen bauen ihre neuen Tempel mit römischer Arbeitskraft. Ja, fabelhaft. Und das ist das Problem. So machen die sich natürlich unglaublich unbeliebt unter den Ägyptern. Und die sind nun mal hier, ich sag mal die... sind nun mal hier die, die hier leben und sich an die ganze Umgebung angepasst haben. Die wissen, wie es hier aussieht, wo man hin muss, wie die Umgebung ist, wie die Tierwelt sich zusammensetzt. Dann sollte man die schon ein bisschen respektieren und akzeptieren. Na, hatte ich ja schon drüber gesprochen, irgendwo hinzugehen und seine Kultur als Ultimum zu setzen und zu sagen, das, was hier herrscht, akzeptiere ich gar nicht. Das ist auch nicht in Ordnung. Na, und das machen die ja. Die Griechen kommen hier hin, sagen, ja, solche Barbaren, das müssen wir ändern. Und wollen jegliche ägyptische Kultur austreiben. Statt zu sagen, ja, wenn ich hier hingehe und hier leben die Ägypter, dann muss ich auch ihre Kultur akzeptieren. Und das tut ja keiner von denen so richtig. Wenn man sich das mal richtig anguckt. Na gut, wir reiten mal zurück. Also im Klartext reiten wir zurück, reiten dann hier unten rum zur Andockstelle und sehen uns das Ganze dann mal genauer an. Okay, jetzt sind doch die ganzen Fragezeichen, super. Und wir werden uns auch auf jeden Fall noch einmal dann unten in dem Gebiet umsehen, weil wenn das sogar für ein Level unter diesem Gebiet hier geeignet ist, dann werden wir damit ja gar keine Probleme haben. Wow. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? 3, perfekt. Dann machen wir jetzt hier mal Kettenattentat. Drücke Y, nachdem du einen Gegner mit einem Attentat getötet hast, um ein weiteres Attentat auf einen nahen Gegner auszuführen. Ich denke mal, das ist eine Fähigkeit, die ich schon viel früher hätte erlernen sollen. Weil die sicherlich noch richtig gute Dienste leisten wird. Gebt den Weg frei! Neuen Ort entdeckt, Hermopolis. Wow. Okay. Ja gut, dass sich hier nochmal ein ganzer Ort versteckt. Das ist auch nicht schlecht. Ja, sieht in der Tat sehr ägyptisch aus, ne? Zumindest die Statuen oben beim Tempeleingang. Irgendwie jetzt doch nicht mehr so richtig. Okay, wir haben hier einen Schneider. Hallo? Nordreich, Rüstung, persische Wache. Es sind jetzt immer die gleichen, weil es eben keine mehr gibt. So richtig, die wir nicht haben zurzeit. Ist gut. Auf bald. Auf bald. Na gut. Wenn wir hier eines haben, dann ist es auf jeden Fall eine große Tempelanlage. Meine Güte.
Dios, a Michanos esti, umince y monucision. Was ist das denn? Was? Na gut. Das ist mal eine schöne Pyramide hier. Der Pharao wurde sehr... Na ja, gut. Vielleicht ist er für den Übergang, oder? Ich weiß gar nicht. Wir befinden uns ja relativ spät in der Geschichte. Es wurden gar keine Pyramiden mehr gebaut, oder? Hier zu der Zeit. Also das ist eben genau das, ne? Man hätte auch gerne in Assassin's Creed machen können, was zur Zeit spielt, in der... Boah, die Schriftzeichen auf dem Boden sind schön. Was zu der Zeit spielt, in der quasi der Glaube noch so fest manifestiert war, dass die Leute tatsächlich auch die Pyramiden gebaut haben. Sprich, wahrscheinlich so 100 Jahre früher. Tempel der Thoth. Wow. Alles hier unten drin. Okay. Und auch hier werden Leute, Tote, für den Übergang vorbereitet. Na gut. Und da haben wir das Schriftrollenrätsel. Nehmen wir auch direkt mit. Thoths Geheimnis. Südöstlich der Stadt Hermopolis liegt die Höhle eines Leoparden im Nemos Wabui. Ganz oben in seinem Revier liegt ein Ort, an dem Vögel leben sollten, es aber nicht tun. Wenn du einen Todessprung wagst, findest du mich. Südlich der Stadt? Bin ich da, ne? Südlich der Stadt, das könnte hier drauf sein oder so. Oh, wei, oh, wei. Und hier muss ich jetzt echt die Wachen töten im Tempel, das ist aber nicht sehr ehrenhaft. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Halt! Du Narr, was denkst du dir dabei? Ja, komm mal gucken. Oh oh. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Du kannst nicht fliehen! Tempelarchive, okay. Was gefunden? Na gut, das war jetzt beinahe zu einfach. Belobigung vom Nomarchen des Fayum. Ich möchte allen im Tempel von Hermopolis dafür danken, dass sie die griechisch-ägyptische Gottheit Hermes Trismegistos akzeptiert haben. Die Vereinigung griechischer und ägyptischer Götter steht für eine neue Kultur und ist besser als der alte ägyptische Glaube an Tod oder Tod. Der Tempel wird großzügig entschädigt werden. Ein neues Zeitalter, ein neues Fayum reicht bla bla bla. Was für Schwachmaten, Mensch. Einfach mal den Gott verbinden mit dem griechischen Gott, ey. Na gut. Ort beendet, Tempelarchive. Ich will ja schon fast sagen, das ist schon verhältnismäßig kreativ, um irgendwie die Ägypter auf seine Seite zu bringen, zu sagen, ja, ich habe die Götter verbunden, also ihr betet jetzt hier einen anderen Gott an, aber euer Gott ist noch irgendwie integriert. Ist schon kreativ, aber nee. Asozial. Okay, aber komisch, dass wir hier keine Nebenaufgabe haben, oder? So eine große Stadt, so eine schöne Stadt und ohne Aufgabe. Aber warum nicht, ne? Das ist im Nachhinein rein ein Deckerzwang, hier hinzugehen. Und wenn man es nicht macht, macht man es halt nicht, ne? Warum nicht? Hallo? Kann ich dir helfen? Was hast du denn? Oh. 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 Ah, Nektu.
Ruhmesglanz. Das ist auch schön. Die Stute wurde nach ihrer großen Stärke benannt und ist Veteranin zahlloser Schlachten. Dass sie das unbeschadet überstanden hat, zeugt von ihrem kriegerischen Geschick. Wir kaufen die mal, wisst ihr das? Wobei das noch schöner aussieht, diesen Stoff da. Das Kamel, dieser schwarz-goldene Stoff sieht sehr edel aus. Aber ihr wisst, ich liebe Pferde. In so Spielen hier. Okay, wir tauschen unser Pferd aus. Unser wahrer Freund bleibt natürlich unser wahrer Freund, keine Frage, aber wir testen mal. Morias paraske vasma da tu danestin. Habt ihr super. Toll, die kommt direkt nicht, die Stute. Tolles Pferd. Super. Ja, unser wahrer Freund wird sowas nie tun. Okay, hallo. Aufrüsten. Wie viel kostet das mit dem Schwert? 3057 wie immer. Von 32 auf 38. Das lohnt sich langsam, ne? Oder wir warten eben. Schaden um 31 erhöhen. 179. Wir warten noch ein bisschen, ne? Frage. Wir warten mal noch ein bisschen. Unser Schaden ist ja echt noch in Ordnung. Vor der Arena sollten wir das vielleicht machen, aber zurzeit ist es echt noch in Ordnung, wie es ist. Was wird hier gemacht? Ein kleiner Marktplatz, okay. Ich finde das so spannend, die Vorstellung, dass es damals noch gar keine Supermärkte gab und... Ach, da kommt unser Pferd, ja. Ja, passt wirklich gut zur Kleidung, ne, das Pferd. Ich finde die Vorstellung sehr interessant, dass es damals keine Supermärkte gab. Es gab keine richtige, ja, keine Ahnung, es gab keine Gewächshäuser und sowas. Man war ja total darauf, ja, auf genau das hier war man, sag mal schnell. Dafür war man abhängig im Nachhinein. Dass so Felder hier gut funktioniert haben. Estesias Olivenhain. Und wenn mal eine Dürrezeit kam, ja, da sind halt ganz viele Leute gestorben. Blöd gesagt. Richtig übel. Und hier werden überall Oliven angebaut. Also ich mag keine Oliven tatsächlich. Hab aber auch noch nie welche gegessen. Ich glaube, ich mag keine Oliven. Würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Weil ich generell so, keine Ahnung, weichere Sachen nicht so gerne esse. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Aber du magst doch Tomaten. Ja, aber Oliven, wenn ich die sehe, haben die so eine leicht abschreckende Wirkung auf mich irgendwie. Komm ich da denn jetzt rein? Komm ich hier drauf? Okay. Wieso komme ich da nicht rein? Da bist du ja. Okay, wie immer. Oh, wow. Ruhig, Freundchen. Adelphos, Ärger hier! Stirb! Autsch, autsch. Okay, oh, es brennt. Es brennt, es brennt. Schnell raus hier. Also Feuerpfeile sind echt übel. Und gefährlich. Für alle Beteiligten. Ich weiß nicht genau, wo das da ist. Das ist irgendwo unterirdisch, ne? Macht mir ein bisschen Angst. Na gut, wir werden es hoffentlich herausfinden. Kommen wir da hinten auch noch hin? Na, ich glaube eher weniger. So oben sieht cool aus.
Okay, wir haben hier irgendwo dieses goldene Fragezeichen und irgendwo im Berg drin dann noch ein goldenes Fragezeichen. Und wie wir da hinkommen, kann ich euch nicht sagen. Moment mal. Grabmal von Semensch Kera. Das ist ein Grab? Gewarnt seien alle, die diesen Ort betreten, denn hier liegt Semensch Kare. Lebendig sind die Erscheinungen des Reh. Ich keine Angst hier. Hier ist ein Löwe, okay. Lass bitte mein Pferd in Ruhe. Selber schuld. Okay, wir haben also ein Grabmal und im Grabmal ist noch irgendwas. Na gut, erklärt das Fragezeichen. Okay, das ist irgendwie bis jetzt das unheimlichste Grab, muss ich sagen. Oh! Sarkophag gefunden. Sieht aber sehr schön aus. Ruhe und Frieden. Okay, hier müssten wir einen Todessprung machen. Machen wir gleich. Erstmal hier. Noch ein Sarkophag. Okay, jetzt wird's interessant. Wir haben ja durch die Fähigkeit auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten, unter Wasser die Luft anzuhalten. Da bin ich mal ganz optimistisch, dass das kein Problem mehr wird. Zu viel Trödeln ist wahrscheinlich trotzdem nicht gut, aber... Das war's hier unten. Hier geht's nicht weiter. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und hier kam ich nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Hallo? Oh Gott, jetzt wird's unheimlich. Okay. Und hier kam ich auf gar keinen Fall. Hier ist auch wieder Wasser. Oh Gott. Ein bisschen gruselig, aber okay. Okay, das könnte durch Geschwindigkeit funktionieren, oder? Rein theoretisch. Ich weiß es nicht. Nee. Einmal Springbajek. Perfekt. War nicht so gut. Bajek. Was soll denn das?
gut, komplett auf Geschwindigkeit ausgelegt, super. Aber schön, dass da jetzt zum allerersten Mal, wer hat's gemerkt, dieser Haken mit dem Umdrehen aus Assassin's Creed Brotherhood übernommen wurde. Habt ihr das gesehen? Sehr lustig. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Oh, oh, was machen die denn hier? Hey, was? Du kannst... Verdammt, hab ich dich! Da bist du! Wie kommen die denn hier rein? Na gut, eine antike Tafel. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Alles klar. Grab abgeschlossen und wir erhalten auch einen Fähigkeitspunkt. Super. Dritter Tag der Mecher. Wir haben heute tiefer gegraben und etwas gefunden. Ich kann es hier nicht beschreiben, denn wenn ich darüber nachdenke, füllt sich mein Verstand mit Träumen und Fragmenten, die ich nicht verstehe. Doch für mich steht fest, dass Simenchkare diesen Ort nicht zufällig als letzte Ruhestätte gewählt hat. Bin gespannt. Amun-Re beschützt seinen Namen. Unsere leuchtende Eminenz Simenchkare. Erster der wahren Söhne, Herold der Ältesten und verehrter Architekt des Ordens. Okay. Er, der mich bat, die heiligen Schriftrollen zu sammeln, auf dass wir sie ewig aus dem Gefilde der Binsen beobachten können. Er, der verstummen lässt, was geheim ist und beschützt, was bekannt ist. Achtung, Feinde des Ordens. Denn er wird vor jenen stehen, die vor uns kamen, und sie werden ihn für würdig erachten, sie anzubeten und ihnen zu folgen. Daher werdet ihr fallen. Oh Gott. Okay. Ist das der Anführer des Ordens der Ältesten, der Templer, sag ich jetzt mal? Richtig verstanden. Hat sich ein bisschen so angehört. Die, die davor da waren, die zuvor da waren, sind die erste Zivilisation. Mach mich nicht schwach hier. Okay, wir haben eine weitere Kammer gefunden. Eio Secado Art oder so ähnlich. Was? Es ist erneut so eine Kammer, wie wir sie schon bei der Hyäne gefunden haben. Ja, und das alles ähnelt sehr stark natürlich, wie schon gesagt, dem Ort, an dem wir uns in Assassin's Creed 3 in der Realität aufgehalten haben. Apropos Realität. Das, was beim letzten Mal rund um Layla passiert ist, war ja auch der Wahnsinn, oder? Abstergo hat definitiv angegriffen und wollte Layla und Dee aus dem Weg räumen. Und bei Dee hat's funktioniert. Okay, jetzt wollte ich jetzt gar nicht. Tut mir leid. Neuübertragung. Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012
als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Das ist alles sehr cool gemacht, oder? Okay. Wir können also überall mit diesen Steinen interagieren. Und dadurch Sequenzen freischalten. Botschaften an, weiß ich gar nicht. An Bayek? An Layla? Oder ist Bayek tatsächlich ein Vorfahre von Alter Ia, Ezio, Connor und was weiß ich nicht allem? Und damit im Nachhinein Desmond unterlegen und das ist eine Botschaft für Desmond. Schwer zu sagen, aber finde ich beinahe am naheliegendsten. Wobei, sie hat jetzt von Desmonds Taten gesprochen, Desmonds Tod im Nachhinein. Dann kann das ja nicht für Desmond gewesen sein. Es ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir verlassen das Grab mal. Schon ein bisschen creepy. Also ich als Bayek würde das, glaube ich, nicht so locker wegstecken und so tun, als wäre nichts. Das ist schon, also... Was ist da denn? Da unten, okay. Na gut. Wir haben erneut eine Botschaft gefunden.
Ach Mensch. Im Nachhinein stimmt es ja wirklich, was sie immer wieder sagen, ne? Ich meine, dass man wirklich mal eine Atomuhr eingerichtet hat und gesagt hat, ja, nach aktuellem Stand der politischen Situation sieht so aus, als würde die Welt in so und so vielen Jahren durch einen Atomkrieg untergehen. Also, da hätte man eigentlich vielleicht mal anfangen sollen, gewisse Leute auszusortieren, aus der Machtposition überhaupt irgendwas entscheiden zu dürfen. Als man gedacht hat, ja, man kann Ultimum setzen, wenn die Welt endet, in Anführungszeichen. Das ist ja schon echt krank. Vergessenes Vorratslager in Eve. Ich glaube, ab dem Moment wäre ich eigentlich ausgestiegen, hätte gesagt, Leute, hört mal, macht euren Zeug, macht euren Scheiß selber. Wenn ihr mir sagt, dass irgendwann die Welt endet und ihr es abschätzen könnt, dann lohnt sich der ganze Quatsch ja gar nicht mehr. Ich sehe keine Krokodile, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Perfekt, ein bisschen Eisen. Das ist alles versenkt hier unten. Okay, hat sich gelohnt. Ort beendet, vergessenes Vorratslager. Ja, wir ziehen es einfach mal hier rüber, oder? Er springt einfach ins Wasser, okay. Wir ziehen einfach mal hier rüber. Dann sind wir hier ganz unten und können uns dann eigentlich hier ideal so hoch bewegen, oder? Bietet sich wirklich an. Bitte schön, Boot gehört wieder dir. Naja, naja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oh Gott, sei ein feines Tier und lass mich in Ruhe. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir da jetzt wirklich... Neuen Ort entdeckt, Leopardenbau, okay. Wo denn? Da oben. Ja, dann wartet doch, bis ich da bin. Jetzt schon den Ort markieren hier. Was ist denn los? Leopardenbau. Machen wir, kein Problem. Ein sehr großer Leopardenbau. Ich glaube, ich sollte den Gegner ein bisschen mehr anvisieren, oder? Okay, ab nach oben, machen wir es auch direkt. Aber ich freue mich inzwischen richtig auf die Arena, wisst ihr das? Vor allen Dingen, weil da stand, dass wir auch Waffen gewinnen können. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wobei ich nicht erwarte, dass das die Super-Duper-Ultra-Waffen sein werden, aber hey, Waffen. Okay, es ist eine Anlage, eine Tempelanlage, nicht mehr, nicht weniger. Wir haben 5 von 9 Pfeile, die können wir gut einsetzen. Gehen wir mal nach oben. So. Spiel. Danke. Controller-Verbindung verloren. Also irgendwie, weil Batterien leer sein, können jetzt diesmal auch wirklich nicht. Vielleicht spinnt ja der Bluetooth-Adapter ein bisschen rum. Moment. So. Kann ja auch gut sein. So. Okay. Okay.
Okay, ich glaube, das ist das eine Rätsel, oder? Moment, ich muss mal ganz kurz in die Schriftrolle gucken. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns Assassinen.